Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wir blicken wie immer auf Bitcoin und auf Ethereum. Und wie ihr seht, es passiert momentan sehr, sehr wenig. Nicht verwunderlich, wir am Wochenende, ist es ist Sonntag. Ich vermute eher, heute Abend wird dann wieder ein bisschen mehr abgehen. Aber trotzdem schauen wir auf gewisse Punkte. Was ist vor allem für ein Daily, was für ein Wiki-Close sehr, sehr wichtig? Wie kann es in den nächsten Stunden weitergehen? Und können wir uns möglicherweise heute noch positionieren? Das schauen wir uns im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder Sonstiges, kommt da gerne rein. Und schon mal kleine Ankündigung. Ich glaube, ich habe es gestern gesagt. Ähm, heute wird es dann noch Apple, Amazon und Microsoft-Analyse auf dem Zweitkanal geben. Also abonniert schon mal gerne den Zweitkanal. Link unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch später darauf freuen. Und heute Abend oder nee, heute Nachmittag geht dann auch noch ein Video hier auf dem Hauptkanal online. Also wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein. Gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Chartanalyse rein. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 27.500 US-Dollar. Ihr seht wirklich wenig Veränderung. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal kurzfristig auf den 1-Stunden-Timeframe und schauen uns erstmal an, wie ist denn uns, <coughs> unsere PSI-Range für diesen Sonntag oder für diese ganze Woche im Endeffekt. So, und da seht ihr auch, die ist relativ eng. Wir haben das PSI-Low bei ungefähr 27.300 US-Dollar und das PSI-High genau am Daily Open bei 27.650 US-Dollar. Wir haben uns leider gestern nicht mehr hier diesen Bereich geholt. Ich mache nur Mal ganz kurz den Indikator aus. Ihr seht hier, ich habe eigentlich damit gehofft, dass wir zumindest mal dieses Low hier unten rausnehmen. Haben wir leider nicht geschafft. Wir hatten zwar einen Abverkauf in die Region um 27.100 US-Dollar, wurde aber leider nicht abgeholt. Deswegen machen wir das jetzt erstmal ein bisschen valide. Wichtig wird sein, ich zeichne jetzt mal ganz kurz die Psy Range ein. Das ist dieses High hier oben, dass wir uns entweder darüber positionieren und dann am besten impulsiv. Dann sehe ich weiterhin die Möglichkeit, dass wir hier locker noch Richtung 28.000 oder 29.000 US-Dollar auf jeden Fall nochmal hochgehen könnten. Ähm, brechen wir natürlich nach unten, dann wird es wichtig oder interessant zu sehen sein, wie wir hier unten genau an der 27.000 US-Dollar-Marke reagieren. Wie gesagt, dieser Wick hier unten gefällt mir überhaupt nicht, beziehungsweise diese Schattenbildung, die wir eben hier unten haben. Normalerweise werden die immer noch geholt, bevor der nächste Move kommt und das glaube ich eben auch hier. Aber viel viel wichtiger ist, bevor wir jetzt ähm, weitermachen mit den kleineren Timeframes, schauen wir uns mal die größeren Timeframes an. Und zwar gehen wir hier mal auf den Binance Chart, weil der hier ein bisschen maßgeblicher ist und gehen auf den Weekly Close. Und ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht hier diese gelbe Linie ist nicht wirklich unbekannt. Das ist die Marke von 25.300, 25.200 US Dollar, wo unser letzter, sage ich mal, Widerstand lag. Und darüber sollten wir auf jeden Fall diese Woche schließen. Wir hatten letzte Woche einen Bomben Weekly Close. Wir haben jetzt diese Woche zwar nochmal die Liquidität hier drüber geholt, also das ist nicht wirklich bullisch. Bullischer wäre es, wenn wir hier einfach nochmal ein höheres Hoch schließen. Das glaube ich aber macht momentan Stand, dass wir heute noch in Richtung 28.000 US-Dollar pumpen. Ehrlich gesagt nicht, deswegen wichtig wäre es zumindest über diese 25.300 US-Dollar zu schließen, das sieht momentan gut aus und dann zumindest in der nächsten Woche, dadurch, dass wir jetzt nicht diesen überbullischen Weekly Close dann hätten oder Daily Close, dass wir uns in der nächsten Woche dann nochmal hier in diesem Bereich bei 25.200 25.300 US-Dollar konsolidieren oder abverkauft werden, um dann ein neues Leg Up nach oben hin zu starten. Wir haben ja gestern schon im Wochenausblick oder Marktausblick darüber gesprochen, also schaut euch den gerne nochmal an, wenn ihr noch mehr Infos über den DAX, Gold und sonstige... Ähm, sag ich mal, andere Charts äh, schauen wollt, werde ich euch den am Ende des Videos nochmal einblenden. Ähm, das ist nächste Woche, ich gehe grundsätzlich von einer bullischen Woche aus, natürlich reflektiert sich das natürlich, was wir auf den traditionellen Märkten haben, wir natürlich auch wiederum auf den Kryptomarkt, deswegen gehe ich hier erst einmal grundsätzlich von steigenden Kursen aus, trotzdem ist eben dieser Abverkauf in die 25.200 US-Dollar-Region für mich persönlich sehr, sehr entscheidend und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, wenn wir uns jetzt hier wieder den Indikator anmachen, seht ihr hier eine fette fette Vektor Candle in Grün und natürlich diese riesige Range, die wir hier immer noch bilden. Das ist natürlich auch sehr sehr interessant. Diese lila Range ist ja normalerweise immer so diese maßgebende Range, wo der Kurs immer wieder ein bisschen zurückkommt beziehungsweise versucht, äh, sag ich mal hier Support oder Widerstand zu bilden. Und genau in dieser sind wir jetzt eben rejected worden oder konsolidieren jetzt auch in dieser Woche sind nicht drüber gekommen, nur drüber gewickt. Deswegen wir sind noch nicht wirklich im Bullenmodus und das sage ich auch schon seit Wochen. Wir müssen erstens die 32K-Marke dauerhaft durchbrechen und auch eben diese Range. Das sieht man hier wirklich sehr, sehr gut. Und wenn wir uns jetzt einfach mal hier diese Weekly Demand-Zone hier einzeichnen oder diesen Weekly Order-Block, ist es nicht unwahrscheinlich. Und jetzt kommt wieder der nächste Punkt, der immer noch so ein bisschen im Gespräch ist: ist eben dieses Golden Pocket, dass wir eben diesen Bereich hier nochmal antesten. Das heißt, Kurse von, ich sage jetzt mal 22.000 US-Dollar, sind nicht ausgeschlossen. Wäre jetzt aber momentan erstmal ein Primärszenario, wenn die 25.200 US-Dollar nach unten hindurchbrochen durchbrochen werden. Also, ihr seht, es gibt auf Weekly-Sicht noch ein paar entscheidende Punkte, die wir wirklich brauchen, um hier in einen Abtrend reinzukommen, beziehungsweise von einem Bullrun zu sprechen. Momentan ist der erste Step gemacht. Wir sind in diese lila Zone wieder reingekommen. Wir haben eine Vector-Candle, eine schöne Bullische gebildet mit sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Volumen. Trotzdem, die 32K bleibe ich dabei, ist das maßgebende, das, der maßgebende Punkt und eben diese lila Range von Traders Reality, die wir hier nach oben hindurchbrechen müssen. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die kleineren Timeframes. Wie können wir uns hier im Endeffekt positionieren? Gehen in ein 1-Stunden-Timeframe. Momentan bin ich ganz ehrlich, warte ich einfach darauf, dass wir uns eben hier unten nochmal diesen Wick holen. Bei den 27.000 US-Dollar sollten wir uns den holen und dann sogar, äh, sage ich mal, da drin schließen. Also kein Lower Low, sondern wirklich äh, ein Higher Low nochmal schließen. Dann bin ich absolut dafür, dass wir hier nochmal eine Long-Position anmachen. Ansonsten würde ich momentan hier erst einmal ein bisschen Abstand halten, weil der Markt einfach momentan keine richtige Richtung kennt. Ihr kennt es hier einfach größere Seitwärtsbewegung in einer noch kleineren, äh, sage ich mal, Psy-Range, die wir momentan ausbilden. Gut, dann äh, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier. Hier hat es aber deutlich, deutlich besser äh, funktioniert, wie, was wir gestern angesprochen haben. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, okay, diese Lows, dass wir uns diese nochmal holen, haben wir uns perfekt geholt und jetzt startet hier so ein bisschen die Erholung. Das Problem an der ganzen Sache, was ihr noch ein bisschen seht, die impulsive Bewegung nach oben hat schon gestoppt. Und das ist gerade so ein bisschen das Problem. Ich habe ja gesagt, okay, lower, low, Liquidität, Fischen, Bombe. Hat auf jeden Fall funktioniert. Also wer das mitgenommen hat, Glückwunsch, Bombe gelaufen. So, dann haben wir eben diesen Impuls nach oben hinbekommen in mehreren Schritten. Das ist jetzt nicht unbedingt das Wunschszenario. Was mir jetzt aber persönlich fehlt ist, wir wir haben hier kein... Higher High reinbekommen. Das heißt, wir haben hier immer noch äh, Lower Highs zu bilden. Wir konsolidieren sogar unter diesen Widerstand. Ist jetzt nicht wirklich verkehrt, aber wir müssen auf jeden Fall hier über diesen Widerstand ausbrechen und gegebenenfalls nochmal bestätigen, damit wir eben diese höhere Range hier oben bei den 1840 US-Dollar noch einmal antesten können. Auch hier lohnt sich vielleicht mal ganz kurz der Blick. Wo haben wir unsere Psy-Range? Hat sich sehr, sehr gut ausgespielt. Hier fast am Unten mit dieser gelben Zone. Und auch hier Psy-High liegt am Daily Open. Wichtig, hier müssen wir drüber kommen. Deswegen haben wir hier auch momentan so diese enormen Probleme. Drüber zu kommen, schaffen wir das? Kriegen dieses Breakout hier rein? Kann man sich überlegen, hier gegebenenfalls noch mal wer unten jetzt nicht mehr in den Long Position reingekommen ist? Hier noch mal ein Long zu starten beim Retest des Daily Open mit einem Stop-Loss, würde ich sagen, hier unter den M2 bei 1740. Wir können ganz kurz mal das Risk angucken, wie das aussieht. Wenn wir bei knappen Prozent, also absolut human, um dann sage ich mal gegebenenfalls hier oben das äh, Last Week High nochmal anzutesten bei den 1840 US-Dollar. Gut, dann würde ich sagen, ähm, war es schon fürs heutige Video. Ähm, wir gehen noch ganz kurz rüber zu den News. Nasdaq News. Börsenbetreiber Nasdaq bietet Verwahrungsdienstleistungen für Bitcoin und Ethereum an. Also ihr seht, auch hier geht es immer weiter voraus. Ich bin nächste Woche wirklich echt mal gespannt, was so ein bisschen passiert. Es ist ruhig geworden, um die Deutsche Bank meines Erachtens nach ein bisschen zu ruhig. Aber gut, warten wir einfach mal ab, was da noch so ein bisschen auf uns zukommt. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Morgen, einen kompletten schönen Sonntag. Wir hören uns dann heute Nachmittag wieder zu äh, Apex One-Update-Video äh, und natürlich auf dem Zweitkanal zu den drei ähm, ja, Aktien, beziehungsweise drei werden es heute nicht. Ich werde dann morgen nochmal ein, zwei hochladen aber schauen wir einfach mal auf jeden Fall like da lassen, abo da lassen, Telegram Gruppe joinen und ja, das war's von mir und wie immer wünsche ich euch wie gesagt schönen Sonntag und lasst es euch gut gehen, bis dahin. Ciao ciao und wie immer stay cool.